Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass aus unserer Sicht diesen Wahlbeisitzern eine eminente Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des österreichischen Wahlsystems zukommt. Wenn im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof hinsichtlich einzelner Wahlbehörden hier Unzukömmlichkeiten zutage getreten sind, dann sind diese Unzukömmlichkeiten nicht in erster Linie diesen Frauen und Männern zuzurechnen, die in einer höchst engagierten Weise versuchen, alles möglichst richtig zu machen. Es wäre also völlig falsch, die Probleme, die aufgetaucht sind, auf diese Personen zu schieben. Vielmehr sollte die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, die wir heute getroffen haben, zur Konsequenz haben, dass man diese Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzern, soweit es irgendwie geht, in ihrer Aufgabe unterstützt, insbesondere indem man sie gezielt informiert, ihnen Schulungen zur Verfügung stellt und vor allem auch, indem man die Attraktivität dieser freiwilligen Leistung von Männern und Frauen in Österreich für das Funktionieren unserer Demokratie erhöht. Bestimmungen, die den Wahlleiter, also den Vorsitzenden dieses Kollegiums, ermächtigen, gewisse Handlungen allein vorzunehmen, müssen restriktiv ausgelegt werden. Die Vornahme von Amtshandlungen durch den Wahlleiter allein setzt jedenfalls voraus, dass die Wahlbehörde ordnungsgemäß einberufen wurde. Soweit die Wahlbehörde den Wahlleiter im Vorhinein ermächtigen kann, unaufschiebbare Amtshandlungen allein vorzunehmen, gilt das nicht für solche Handlungen, die unmittelbar der Sicherung der Wahlgrundsätze dienen. Dazu gehören, jetzt bezogen auf die Briefwahl, jedenfalls alle nach § 14a des Bundespräsidentenwahlgesetzes der Bezirkswahlbehörde vorbehaltenen Handlungen. Das sind in etwa die mit einzubeziehenden Wahlkuverts zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel zu entnehmen, die Gültigkeit dieser Stimmzettel zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen die vorgeschriebenen Feststellungen zu treffen. Sicher, dass man auch an den Wahlgesetzen manches korrigieren muss, manches der Zeit anpassen muss. Vor allem ist es ja eine Tatsache, dass die Briefwahl ursprünglich für einen Personenkreis von einigen Tausend, einigen Zehntausend Leuten gedacht war und inzwischen sind es Hunderttausende. Und da steckt dann oder da besteht die Gefahr, dass Quantität in Qualität umschlagt. Innenminister Wolfgang Sobotka, der hat hier in der ORF-Pressestunde vor einer Woche davon gesprochen, dass eine Wahlwiederholung für Österreich wohl blamabel wäre. Meine Kollegin Claudia Dannhauser, die hat den Innenminister nach der Entscheidung für eine Wahlwiederholung fürs Mikrofon gebeten. Die Maßnahmen, die wir jetzt schon absehen können, ist, und die gehen aus dem Urteil hervor, eine verpflichtende Schulung, eine klare Regelung, wie auch hier das Wahlgesetz wirklich zu vollziehen ist, dass wir das auch mit einem dementsprechenden E-Learning-Programm den kleinen Sprengeln, den kommunalen Sprengeln zur Verfügung stellen, dass wir Wahlbeobachter anfordern werden der OSZE, die ja ohne dies in Österreich sind, zu Wahlen, die auch in diese 14 Bezirke ihre Arbeit zu erledigen haben, dass es für uns selbstverständlich ist, kein Ergebnis mehr bekannt zu geben, dass seit den 93er Jahren oder seit den 90er Jahren durch einen einstimmigen Schluss der Bundeswahlbehörde möglich gemacht wurde. Und ich bin erst sehr kurz in der Zeit im Amt und habe das so quasi übernommen. Selbstverständlich tragen wir dem Rechnung und für uns natürlich auch gar keine Frage, dass wir alle die Ungereimtheiten, die Schlampereien und die Ungesetzlichkeiten dort, wo sie ungesetzlich waren, zur gerichtlichen weiter
Behandlung gegeben haben und dort, wo es dienstrechtliche Maßnahmen zu treffen gilt, sie auch im dienstrechtlichen, sowohl im Bundesbereich als auch vor allem im Landesbereich, werden wir die Dienstbehörden ersuchen, das zu tun.